Euer Costa hier und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ihr habt es im Titel entnommen, heute gibt es mal wieder ein Sneaker-Video und zwar die besten Sneaker für den Sommer. Die meisten der Schuhe, die ich für euch heute rausgesucht habe, kosten weniger als 100 Euro und ich dachte mir, es ist mal wieder Zeit, so ein Sneaker-Video zu machen, weil das letzte liegt jetzt 4 Monate zurück. Ich habe mich umgeguckt und habe für euch die besten Sneaker rausgesucht. Alles, was ich euch hier heute zeige, findet ihr natürlich unten in der Infobox verlinkt. Deswegen, falls ihr irgendwas sucht, checkt einfach unten die Infobox ab und bevor ich es vergesse, am Ende des Videos wird noch ein niegelnagelneuer Schuh verlost. Deswegen bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Natürlich würde es mich an dieser Stelle sehr freuen, wenn ihr den Kanal unterstützt, indem ihr jetzt ein Like da lasst. Abonniert gerne den Kanal und vergesst natürlich nicht, die Glocke zu aktivieren, wenn ihr keine Videos mehr verpassen möchtet. Und dann würde ich sagen, legen wir los mit den Schuhen, die ich für euch rausgesucht habe. Wir fangen an mit einem New Balance Schuh und die Marke New Balance ist so ein bisschen underrated, wie ich finde, weil es eigentlich eine sehr coole Marke ist, die sehr coole Schuhe macht, eine lange Geschichte hat. Und deswegen New Balance auf jeden Fall eine Marke, die man auf dem Schirm haben sollte. Und hier habe ich eine Empfehlung für euch und zwar den New Balance 480. Der kostet 90 Euro und in dem Colorway in komplett weiß finde ich diesen Schuh einfach sehr, sehr cool, muss ich sagen. Gibt es aktuell bei ASOS zu kaufen und ich finde, der Schuh ist einfach mal so ein bisschen was anderes. Von der Silhouette wirklich ein cleaner, sportlicher Sneaker, geht so leicht in die Richtung von einem Air Force One, würde ich sagen. Jedoch ist er nicht so klobig wie ein Air Force One. Aber ein sehr cooles Teil und ich finde, gerade für den Preis von 90 Euro kann man den auf jeden Fall abchecken. New Balance habt ihr auf jeden Fall immer eine sehr gute Qualität und deswegen das hier auf jeden Fall die erste Empfehlung an dieser Stelle. Die zweite Empfehlung ist von der Silhouette wirklich sehr ähnlich und hierbei handelt es sich um einen Puma-Schuh. Und zwar ist das der Puma CA Pro. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und zwar habe ich den hier als Beispiel, so könnt ihr euch den einmal anschauen, hat wirklich auch eine sehr coole, sportliche Silhouette. Geht auch so ein bisschen in die Richtung Air Force One, aber auch wie der New Balance Schuh ist der nicht ganz so klobig, ist jedoch sehr dick gepolstert und hat eine sehr stabile Sohle und auch eine leicht erhöhte Sohle, was ich eigentlich bei Sneakern immer sehr cool finde. Mittlerweile trage ich so Schuhe, die eine erhöhte Sohle haben, wirklich sehr gerne. Ich finde, diese flachen Sohlen sehen auch meistens nicht so schön aus, nicht so ästhetisch aus. Deswegen erhöhte Sohle finde ich sehr cool. Es gibt einmal den Colorway, den ich hier gerade in meiner Hand halte. Jedoch gibt es den auch noch in komplett weiß, was ich persönlich schöner finde. Regelmäßige Zuschauer dieses Kanals wissen einfach, dass ich weiße Sneaker übertrieben liebe. Klar sind hier die schwarzen Details auch nochmal ganz interessant, aber ich finde, in weiß hat der einfach noch eine viel cleanere Optik. Gibt es hier auch bei ASOS, kostet aktuell auch 90 Euro und ist wirklich ein cooler Schuh, der nicht so Mainstream ist, würde ich sagen, und deswegen auch eine absolute Empfehlung. So, kommen wir zum nächsten Schuh und wir gehen jetzt so ein bisschen in die etwas sportlichere Richtung. Ich sag mal zu diesen Chunky Dad Sneakern, wie auch immer man sie nennen mag. Und zwar habe ich da einen Beispielschuh dabei, welchen ich euch auch absolut empfehlen kann. Und zwar ist das der Puma RSX. Hiervon gibt es so viele verschiedene Varianten, verschiedene Colorways, was auch immer. Aber ich kann euch sagen, dieser Schuh, ich trage den wirklich schon seit sehr langer Zeit und es ist einer der bequemsten Schuhe, die ich habe. Und der ist auch einfach extrem stabil. Ob es jetzt als Sportschuh genommen wird oder als Lifestyle-Sneaker, ist eigentlich egal. Als Sportschuh kann ich sagen, ist der wirklich cool, weil die Sohle extrem robust und stabil ist und man da wirklich einen sehr guten Stand drin hat. Und als Lifestyle-Sneaker finde ich einfach, die Silhouette ist wirklich cool. Es ist ein Dad-Schuh, also ein Chunky-Sneaker, der so ein bisschen klobiger ist, aber er ist nicht so extrem klobig. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Also jetzt kein Balenciaga Triple S, so ein extrem fettes Teil am Fuß, sondern ein Schuh, der wirklich nach Dad-Schuh aussieht, aber dennoch sehr sportlich ist und extrem bequem ist, was hier wichtig ist. Der Colorway, den ich hier gerade habe, finde ich perfekt. Man sieht, das Puma-Zeichen ist jetzt hier in so einem Grau-Beige, die Sohle ebenfalls und der hat cremefarbene Schnürsenkel und der Rest ist komplett weiß. Also ein extrem cooler Schuh, kann ich euch absolut empfehlen. Kostet 80 bis 100 Euro, je nachdem, welchen Colorway ihr nehmt. Aber hier gibt es viele Variationen und wer den Schuh noch nicht abgecheckt hat, sollte das auf jeden Fall tun. Ich hatte den schon in einem Sneaker-Video mal vorgestellt. Ich weiß nicht, wie viele von euch sich den gegönnt haben, aber auf jeden Fall eine absolute Empfehlung. Und es ist einfach mal was anderes, weil diesen Schuh sieht man auch nicht so häufig. Und immer wenn ich den getragen habe, haben wirklich extrem viele Leute danach gefragt. Deswegen dachte ich mir, macht es auf jeden Fall Sinn, euch diesen Schuh hier nochmal vorzustellen, damit ihr den auf jeden Fall mal abcheckt. Den nächsten Schuh habe ich schon das ein oder andere Mal vorgestellt und allen Leuten, denen ich den empfohlen habe, meinem Bruder, Kollegen, meiner Frau, wem auch immer, wer sich diesen Schuh geholt hat, möchte den nicht mehr ausziehen. Und zwar handelt es sich um den Adidas Oswego. Den gibt es mittlerweile auch in super vielen verschiedenen Colorways, aber ich finde einfach, dieser Standard-Colorway
ist wirklich brutal. Also ich habe den und ich habe den nochmal in komplett weiß aus Leder. Trage aber den ersten Colorway, den ich euch hier zeige, den trage ich wirklich am liebsten. Der ist von der Sohle her auf so einem Boost-Level vielleicht sogar noch besser. Und obenrum, also das Upper-Material, ist wirklich sehr leicht. Und allgemein ist der Schuh sehr leicht am Fuß, aber er hat eine extrem gut gefederte Sohle. Und deswegen der Adidas Oswego. Es gibt den, wie gesagt, in so vielen verschiedenen Colorways. Kann jeder mal gucken, was ihm so zusagt. Ich denke, da wird jeder irgendwo fündig werden. Aber das ist tatsächlich mein Lieblings-Colorway. Ich finde gerade auch für den Sommer ein sehr cooler Schuh. Gerade wenn man so wie ich jetzt beispielsweise sehr gerne diese Cremefarben, Erdtöne trägt, passen diese Farben von dem Schuh einfach sehr gut dazu. Und deswegen Adidas Oswego auf jeden Fall abchecken. Ein weiterer Schuh aus dieser Kategorie, den hatte ich ja in meinen Latest Pickups mal vorgestellt. Und zwar ist es der New Balance 530. Und ich kann euch sagen, dieser Schuh ist von der Optik erstmal extrem fresh und zudem ist er einfach sowas von bequem. Also es ist ein sehr sportlicher Schuh, aber für den Alltag einfach perfekt, weil er ist auch sehr schön leicht, hat oben auch ein sehr leichtes Material, also sehr atmungsaktiv und deswegen für den Sommer auf jeden Fall ein sehr cooler Schuh. Gibt es auch mittlerweile in vielen verschiedenen Colorways. Meiner ist natürlich favorisiert in ganz weiß mit diesen Silberakzenten. Kostet auch immer um die 100 Euro. Ich werde probieren, dann noch ein, zwei Seiten zu finden, wo es den zu kaufen gibt, weil der ist seit fast einem Jahr immer wieder sold out. Deswegen haltet auf jeden Fall die Augen offen. Ein sehr schöner Schuh, den ich absolut empfehlen kann. Wie schon gesagt, New Balance, auf jeden Fall eine Marke, die man auf dem Schirm haben sollte. Alternativ dazu gibt es einen Schuh von der Marke Axel Arigato und zwar den Marathon-Schuh. Und der ist von der Silhouette wirklich sehr ähnlich, ist aber ein bisschen teurer. Der kostet 235 Euro, gibt es bei Farfetch noch zu kaufen. Und diesen Schuh sieht man bei vielen trendigen Leuten, sage ich jetzt mal, auf Instagram und Co. relativ häufig. Auch das wirklich ein sehr schöner Schuh, wobei natürlich der Preis von 235 Euro jetzt ein bisschen teurer ist als diese ganzen anderen Schuhe. Aber alternativ könnt ihr den auch mal abchecken. Gibt es wirklich ein paar ganz nicen Colorways, werde ich euch natürlich auch unten verlinken, den Schuh. Für alle Sparfüchse unter euch, die jetzt nicht so viel Geld ausgeben möchten, ich habe hier einen Schuh bei Zara gefunden und zwar geht der auch in diese Richtung und ich finde, der sieht diesem Balenciaga-Schuh sehr, sehr ähnlich. Man weiß ja, dass Zara sich immer so ein bisschen an diesen großen Brands inspiriert, aber ich muss sagen, ich habe mir vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren mal einen Zara Sneaker geholt und die Qualität ist wirklich außerordentlich gut, also es gibt nichts zu meckern an dem Schuh, trage den bis heute immer noch sehr gerne und er ist von der Bequemlichkeit tatsächlich viel bequemer als irgendwelche namhaften Schuhhersteller, deswegen kann ich euch nur empfehlen, checkt auf jeden Fall mal Zara Sneaker ab, auch wenn man da so ein bisschen abgeneigt ist, weil es quasi ja No-Name Sneaker sind, checkt das auf jeden Fall mal ab. Ich habe meinen Sneakerkauf bei Zara definitiv nicht bereut und ich finde auch den Schuh, wenn es hier jemanden unter euch gibt, der diese Optik, der diese Silhouette feiert, dann solltet ihr den auf jeden Fall mal abchecken. Zum Preis von 60 Euro finde ich wirklich sehr fair und ich kann mir auch vorstellen, dass man den im Sommer auf jeden Fall ganz cool kombinieren kann. Dann habe ich noch einen Sneaker bei Zara gefunden, der ist jetzt wirklich extrem stark inspiriert an dem Alexander McQueen Sneaker, aber er kostet auch nur 40 Euro, gibt es in drei verschiedenen Colorways. Und er sieht eigentlich sehr cool aus, er sieht eigentlich sehr clean aus und er sieht ja eigentlich 1:1 aus wie der Alexander McQueen Sneaker. Aber ich weiß auch, dass die meisten Leute nicht unbedingt, 300 Euro für so einen McQueen Sneaker ausgeben möchten oder können. Und deswegen ist das auf jeden Fall eine coole Alternative, falls man diesen Look mag. Die Sohle vorne charakteristisch ist so ein bisschen flacher und geht dann nach hinten in höher. Und hinten am Tab haben wir nochmal ein farbiges Detail, was ich eigentlich ganz nice finde. Und für 40 Euro kann man den auf jeden Fall mal machen, weil ich finde gerade solche Sneaker, die jetzt nicht so diese typische Silhouette haben, die trägt man dann vielleicht nicht allzu lange. Weil ich finde gerade solche Sneaker, die jetzt nicht so üblich sind von der Silhouette, die kaufst du dir dann vielleicht und hast die nach einem halben oder nach einem Jahr wirklich satt gesehen. Und dann hast du bei Alexander McQueen 300 Euro für den Sneaker ausgegeben, aber nach einem Jahr willst du ihn nicht mehr tragen. Und dann ist es vielleicht sinnvoller, sich sowas mal bei Zara für 40 Euro zu holen. Und wenn man dann keinen Bock mehr drauf hat, ist es irgendwann nicht so schade, weil man nicht so viel Geld dafür ausgegeben hat. So, als nächstes kommen wir noch zu den cleanen weißen Sneakern und ich habe jetzt mal charakteristisch dafür diesen H&M Sneaker hier rausgesucht. Der kostet auch nur 60 Euro, gibt es auch aktuell zu kaufen. Ich habe den schon in zwei, drei Videos erwähnt, weil ich ihn wirklich cool finde, weil die Qualität wirklich mega ist. Es ist auch eine Premium-Qualität aus Leder. 60 Euro für diesen Schuh, also wer noch einen cleanen weißen Schuh sucht. Ich finde gerade für Casual Outfits oder für schickere Outfits ist das einfach eine sehr schöne Silhouette. Aber wer diesen Schuh nicht feiert, für den habe ich alternativ noch einen Schuh, den ich eigentlich zu meinen Lieblingsschuhen zähle, wenn es um weiße, cleane Sneaker geht. Und zwar den Nubik Jagger Aspen.
Und der ist eigentlich recht ähnlich, natürlich noch ein bisschen hochwertiger und hat eine Plattformsohle. Und diesen Schuh, ich glaube, ich habe 3 Paar mittlerweile davon zu Hause, feiere ich absolut. 160 Euro ist natürlich ein bisschen über dem Budget, was wir uns jetzt hier gesetzt haben mit den 100 Euro, aber dennoch ein Schuh, den ich absolut empfehlen kann abzuchecken. Als letztes habe ich noch einen Sneaker von der Marke Shoe The Beer und die gibt es bei Zalando zu kaufen für 99 Euro. Und die sind jetzt von der Silhouette, sage ich mal, sehr ähnlich wie dieser H&M-Schuh hier, sind aber noch ein bisschen hochwertiger, kosten 100 Euro. Und auch den Schuh, wenn ihr einen clean weißen Sneaker sucht, kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Ich habe diese Schuhe auch zu Hause und ja, da macht ihr auf jeden Fall nichts verkehrt mit für alle Leute, die wirklich einen clean weißen Sneaker suchen. So, das war es auf jeden Fall mit den Sneakern, die ich euch vorstellen wollte. Natürlich gibt es noch viele andere Sneaker. Ein Schuh, den ich jetzt hier gerade trage, aber nicht unbedingt vorstellen wollte, weil ich ihn schon so oft vorgestellt habe, ist einfach der Air Force One mein Favorit. Es gibt zig verschiedene Colorways von diesem Schuh, aber ich finde einfach der Air Force One, ob es jetzt in dem Colorway ist oder der cleane weiße, ist einfach perfekt geeignet für den Sommer. Gerade wenn man Street Outfits trägt, ist das einfach mein persönlicher Favorit. Also auch den Schuh möchte ich euch natürlich ans Herz legen, falls ihr den noch nicht habt. Ich weiß, die meisten von euch haben es wahrscheinlich satt zu hören, Air Force One, Air Force One, Air Force One. Aber es ist einfach ein cooler Schuh, der ist mega zeitlos, deswegen natürlich muss ich den auch empfehlen. Und zudem gab es ja bei Nike schon dieses Jahr zahlreiche Releases von dem Jordan 1, ob in Low oder in High. Und auch das ist ein Schuh, den ich euch auf jeden Fall empfehlen kann, weil der einfach perfekt geeignet ist für den Sommer. Ich finde, gerade wenn man im Sommer Shorts trägt, ob es jetzt irgendwelche Sweatshorts sind oder irgendwelche Cargo Pants, ist das einfach der perfekte Schuh. Also ich freue mich auch auf die Sommersaison damit, weil ich habe mir den gerade für den Sommer geholt. Es wird, glaube ich, der einzige Jordan 1er bleiben, den ich mir dieses Jahr geholt habe, weil ich will nicht so extrem mit diesem Hype mitgehen. Es kommt ja gefühlt irgendwie jede Woche ein neuer Jordan 1er Colorway raus. Und das hier war von Anfang an mein Favorite, wo ich gesagt habe, ey, Black and White ist meine Farbe, den will ich auf jeden Fall haben. Natürlich gibt es noch viele andere coole Colorways, aber das war jetzt so meiner, wo ich gesagt habe, den brauche ich auf jeden Fall, aber ich glaube, ich werde jetzt nicht weiter Jordan 1er kaufen, weil ich den Schuh tatsächlich nicht so häufig getragen habe bisher und auch glaube, dass ich den Schuh nicht so häufig tragen werde, aber den für den Sommer auf jeden Fall eine Empfehlung. Checkt auf jeden Fall die Nike Sneakers App oder Heat Movement oder Sneaker Addicted, wie die ganzen Seiten alle heißen. Ich probiere euch ein, zwei unten zu verlinken. Dort werdet ihr immer geupdatet, wenn irgendwie neue Schuhe rauskommen und dann wisst ihr einfach immer Bescheid, wenn irgendwelche Releases sind und vielleicht habt ihr ja Glück und bekommt auch mal einen von diesen Sneakern. Apropos Glück. Einer von euch wird das Glück haben, diesen Sneaker hier zu bekommen. Und zwar ist er in der Größe 42 und es ist ein Schuh, den ich eigentlich übertrieben liebe. Und zwar ist es der Puma Basket in komplett weiß, ist noch neu und ungetragen und den gibt es in der Größe 42 zu gewinnen. Den Schuh kann ich euch auf jeden Fall auch empfehlen, ist sehr schön gepolstert, einfach ein cleaner weißer Sneaker und auch der für den Sommer. Ein absolut geiles Teil und den kann einer von euch gewinnen. Es ist ganz einfach, ihr müsst einfach nur dieses Video liken, den Kanal abonnieren und lasst einfach einen Kommentar da und dann könnt ihr schon teilnehmen. Ihr dürft so oft kommentieren, wie ihr Bock habt. Den Gewinner werde ich in 2 Wochen auslosen, also in 2 Wochen an einem Sonntag. In diesem Video wird der Gewinner bekannt gegeben. Ich wünsche allen auf jeden Fall viel Glück, macht zahlreich mit. Und ja, das war es auch mit dem Video. Falls euch das Video gefallen hat, lasst natürlich sehr gerne einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Müsst ihr sowieso, wenn ihr am Gewinnspiel teilnehmen müsst. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Ciao, ciao. Just play. Yeah.